Hallo und herzlich willkommen bei solero.ch. Heute möchte ich dir eine weitere Computermaus vorstellen, und zwar die Handschuh-Maus. Es ist eine ergonomische Computermaus, die ein bisschen speziell daherkommt. Von der Ausstattung her relativ einfach. Sorgt für eine angenehme Handposition. Das heißt, ich habe nur eine Linkstaste, eine Rechtstaste und ein Scrollrad. Die gibt es als Links- und als Rechtshänder-Version. Sie funktioniert sowohl für Mac als auch für Windows. Und natürlich gibt es auch ein Ladekabel mit dabei, welches ihr an den Computer anhängen könnt. Ihr müsst diesen USB-Pin oder Plug an euren Computer anhängen, damit die Verbindung hergestellt werden kann. Und sonst gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Von der Art und Weise, wie die Maus zu bedienen ist, ihr könnt die Hand schön in diese Maus hineinlegen, und die liegt dann schön flach eigentlich auf. Also wenn ich jetzt eine klassische Maus nehme, wo ich wirklich eine flache Handposition habe, habe ich hier Elle und Speiche komplett verdreht. Das kann unter Umständen, muss nicht, aber kann zu Sehnenscheidenentzündungen und anderen Problemen im Handgelenk führen oder vielleicht auch Taubheitsgefühle. Bei der Handschuhmaus ist das schon weniger der Fall, weil der Winkel leicht angepasst ist. Das heißt, ich habe hier eine komplette Führung. Die Hand liegt komplett auf der Maus drauf. Das heißt, wenn ich den Arm bewege, dann bewegt sich die ganze Maus mit. Die Hand ist schön aufgelegt. Das heißt, die klebt nirgendwo fest. Sie fährt wirklich rundherum. Passt sehr gut in vielerlei Offices, für vielerlei Anwendungen. Sicherlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, eine solche Maus zu bedienen, weil man sich ja gewohnt ist, dass man vielleicht die Hand aufliegt auf dem Tisch so, und hier fährt man mit dem ganzen Arm herum. Probiert sie aus, ich finde es ein tolles Produkt, das auch für Links- und Rechtshänder gibt und funktioniert sehr gut. Erhältlich auf solero.ch. Wenn du Fragen hast, schreib sie ungeniert unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.